der Weltleitung. Frau Henning, eine Neuropsychologin, die wissenschaftlich die männliche Legende vom weiblichen Orgasmus durch Glied-, Hin- und Herbewegung zerstört. Frau Tschirner, eine viersprachige Schauspielerin, Regisseurin und Musikerin, die sich langsam in den englischsprachigen Markt verabschiedet. Frau Göring-Eckardt, eine grüne Politikerin mit dem Willen zur Erdrettung. Herr Ronsheimer, ein Journalist mit der Fähigkeit zum gnadenlosen Periskopen und zwei singende Moderatoren. Gute Nacht, Patriarchat. Mein Name ist Olli Schulz und ich moderiere heute in einem cremefarbenen Pullover. Und ich habe einen Schlüsselbund in der Hose und freue mich, Sie zu sehen. Let's the madness begin. Hallo. Vielen Dank. Sehr freundlich. Dankeschön. Da sind wir wieder. Schulz und Böhmermann immer noch nicht abgesetzt. Trotz Verbot nicht tot. Wir haben wieder fantastische Gäste dabei heute. Wollen wir gleich anfangen, erstmal unsere Gäste vorzustellen? Das ist ein Gebot, es gebietet die Höflichkeit. Wir freuen uns wahnsinnig, dass sie heute den weiten Weg aus Dänemark ist, das richtig zu uns gekommen ist. Sie weiß, wie ein trockener Orgasmus funktioniert. Ist Dänemark richtig? Irgendein skandinavisches Land. Ich bin da, für mich ist eins genauso wichtig wie das andere. Sie ist eine Künstlerin, eine Orgasmuskünstlerin, weiß, was ein trockener Orgasmus ist. Und allein deswegen war es Grund genug, sie einzuladen. Wow. Und ich komme aus Hamburg. Ja, naja. Aber ich bin dem Dänemark Deutschlands. Hier ist Ann-Marlene Henning. Was ist diese Bewegung? Ja, zur Linken von Jan sitzt eine Frau, die hat einen harten Job. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Und sie kann auch uns viele Geheimnisse heute verraten wahrscheinlich. Ein bisschen der Insider heute für uns. Mehr als Frau Henning? Da bin ich gespannt. Sexgeheimnisse aus dem Bundestag. Sex, genau. Katrin Göring-Eckardt ist heute bei uns. Wir freuen uns wahnsinnig, eine A-Liga-Schauspielerin heute hier zu haben, die eigentlich, die muss gar nicht mehr kommen. Sie tut es wahrscheinlich nur aus Liebe zu uns verkrüppelten Charakteren, aus Liebe zu Olli. Hauptsächlich aus Mutterstolz Olli gegenüber, denn sie ist Oliver Schulz Mutter. Hier ist Nora Schulz. Nora Schulz. Nora Schirmer. Hast du Ollis Make-up kaputt gemacht? Ja, jetzt bin ich ganz nervös, wenn Mutti neben mir guckt, dann kann ich nicht die ganzen versauten Sprüche bringen, die ich sonst bringe. Wir haben noch einen fantastischen Gast hier. Er bewegt sich in den Krisengebieten der Welt. Oft schaut er mit panischem Gesicht in die Kamera und sagt, was mache ich hier eigentlich? Er ist immer vor Ort, wenn es drauf ankommt. Unser Mann für alle Krisengebiete, kann man ruhig so sagen, er arbeitet bei der Bild-Zeitung und macht auch noch einen eigenen Blog, ist ein investigativer Journalist, würdest du dich so bezeichnen, kann man das so sagen? Reporter reicht völlig. Bildreporter bei der Bild-Zeitung. Ne? Also Bildreporter, weil es gibt ja auch, jeder kann in der Bild-Zeitung Reporter sein, aber du bist freiwillig da. Ne? Also man kann total, ja auch einfach, ich liebe es sozusagen. Okay, Paul Ronsheimer ist heute hier. Applaus, Applaus, Applaus! So. Und nur mal ganz kurz, falls Fragen aufkommen, was diese geometrischen Formen für uns auf dem Tisch machen. Wir haben heute, das Thema der Sendung ist Kindergeburtstag. Hat Olli sich gewünscht, Kindergeburtstag. Ja. Das liegt aber daran, dass ich ein Trauma habe im Kindergeburtstag. Ich habe oft gefeiert und viele sind nicht gekommen. Und wir sind heute alle da. Ja, und ich wusste, wirklich, dass heute alle kommen müssen, weil es Verträge gibt. Und das ist... Und für mich ist das die Möglichkeit, heute mal so einen Kindergeburtstag zu feiern, so wie ich ihn nie hatte. Was wäre deine Kindheit schön gewesen, wenn deine Mutter Verträge mit deinen Freunden abgeschlossen hätte? Genau. Meistens lasse ich alleine mit meinem Vater im Bud Spencer filmen dann irgendwie. Und deswegen haben wir diese Steine bekommen, damit wir uns die an den Kopf schmeißen können. Nein, das sind Whiskysteine, die habe ich aus Amerika mitgebracht. Ja. Aus Amerika, die gibt es nur in Amerika, diese Whiskysteine. Die werden gekühlt, tiefgekühlt, dann kommen die in den Whisky rein. Sie können das auch in ihr Wasser tun, wenn Sie mögen. Sie haben gar keinen Whisky. Ich kann Ihnen gerne Whisky einschenken. Aber nur für das Ding? Nee, ich nehme es ins Wasser. Just for fun. Okay. Kriegen Sie Ärger in der Partei, wenn Sie Whisky trinken? Nee, gar nicht, aber meinen letzten Whisky, der ist ein bisschen egal. Her. Ist doch, Frau Göring-Eckardt, das haben Sie immer nicht so. Ich habe mich gar nicht so. Ich weiß nur, dass ich beim letzten Whisky dachte, meine Karriere ist vorbei.
Und das war 1999. Und was ist da passiert? Warum? Ich eine Flasche getrunken. Und dann mussten Sie eine Rede halten im Bundestag. Ja. Jetzt pass mal alle auf da. Nee, es war hinterher. Ich hatte irgendwie so einen Vorschlag gemacht zur Rentenpolitik und dann wollte Gerhard Schröder mich entlassen und Joschka Fischer war auch nicht so einverstanden. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt ist alles vorbei. Ich war in Weimar und dann bin ich nach Hause gefahren, war nicht so weit zum Glück und habe gedacht, okay, schade eigentlich und habe dieses Whisky-Zeug getrunken. Und seitdem bin ich darauf nicht mehr so gut zu sprechen. Weil es Kopfschmerzen gebracht hat am nächsten Tag und sie waren einfach unzurechnungsfähig. Nee, weil die Zeitungen einfach voll davon waren, dass ich allen Rentnern an den Kragen will. Mhm. Hm? Besoffen reden halten, keine gute Idee. Ich habe aber nicht besoffen geredet, sondern ich habe halt vorher geredet. Aber es gibt ein irisches Sprichwort. Wer Whisky trinkt, wird niemals blind, heißt es. Okay, ich muss jetzt so einen Stein jetzt trotzdem haben. Ich habe ja rein schon fürs Wasser. Darf man zwei aber im Kindergeburtstag und das ist genau aufgeteilt? Guck mal, Paul Ronsheimer ist so ein Journalist. Ne? Ich packe hier gerade mein Dossier aus, wo geheime Sachen über die Gäste drinstehen. Und er möchte direkt reingucken. Meine Damen und Herren, dieser Mann ist normalerweise dort, wo es richtig gefährlich ist. Er ist in den Schützengräben der Welt zu Hause, kann man ruhig so sagen. Und zwar ohne Iglo-Zelt, ohne Netz und doppelten Boden. Das ist Paul Ronsheimer. Jetzt wirst du vorgestellt, Paul Ronsheimer. What's important cool for you if you see Hong Kong as a city? Ist einer der Sätze, mit denen der passionierte Schutzwestenträger journalistische Geschichte schrieb. Der junge bliebene Bildjournalist hat die Kunst des diaphragmatischen, gleichsam rhetorischen Atmens zur Meisterschaft perfektioniert. Wenn Herr Ronsheimer nach jedem zweiten Wort eine beredte Pause setzend, raunend und treuend in irgendeinem Kampfgebiet der Welt, wie zum Beispiel Griechenland, davon spricht, dass die Situation krass gefährlich ist, ahnt der Betrachter. Das ist kein hirntoter Bildjournalist. Dieser Mann ist materialisierte Philosophie. Zu intelligent, um die Beharrlichkeit menschlicher Dummheit zu bekämpfen, holt das Genie den Menschen da ab, wo er wohnt, im Morast seines Geistes. Paul Ronsheimer. Ja, ihr seid lieb wie immer, ne? Aber mich würde mal interessieren, was war denn jetzt gerade das letzte, wo kommst du denn jetzt gerade her? Was war das letzte Krisengebiet, in dem du dich aufgehalten hast? Türkisch-syrische Grenze und das ist wirklich tatsächlich gefährlich. Und zwar deshalb, weil die Türken sind gefährlich geworden, weil die mit den Kurden und man kann sich auch nicht mehr über die Grenze schmuggeln lassen, weil dann die Türken schießen und es ist wirklich, Ich habe das, glaube ich, gesehen, du bist dann mit Flüchtlingen bist du diesen Fluchtweg gelaufen, ja, zusammen? Ja. Und warst du den Flüchtlingen eigentlich eher ein Hindernis oder hast du denen helfen können? Nee, das ist ganz interessant. Mit diesem Phone, ne? Was du ja verloren hast vorhin auf der Toilette. Was du jetzt besitzt, Was ich jetzt besitze. Aber damit habe ich das gefilmt, ne? Also wie die geflohen sind über die illegale Grenze. Und dann gab es, das macht der Jan ja auch mal mit diesem Periscope und so, und ganz viele Fragen an die. Und am Ende fühlten die sich total unterstützt dadurch, weißt du? Also die haben dann immer die Fragen gesehen und gedacht, cool, die Leute interessieren sich dafür und vor allem die Deutschen stellen uns gute Fragen und das war, glaube ich, eine gute Sache, die wir gemacht haben. Aber bist du da ganz alleine dann oder hast du noch ein Team oder jemand, der dich beschützt oder bist du nur mit deinem Handy da eigentlich? Nein, ich war nur mit meinem Handy, weil... Dann könnt ihr aber auch denken, das ist irgendein Irrer, der mit dem Handy da, also jemand, der Lust hat, da irgendwie im Krisengebiet rumzurennen. Da muss man halt empathisch sein ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, das geht dir manchmal vielleicht... Total. Die hatten ja Angst vor einer großen Kamera und vor allem, wenn du dann an der Grenze bist und musst die illegal überqueren und dann kommt die Polizei und dann sehen die, eine große Kamera ist ja viel gefährlicher, als wenn ich da mit meinem Handy stehe. Du bist jetzt 30 Jahre alt geworden. Bist du der Einzige in der Bild-Zeitungsredaktion, der bereit ist, für solche Geschichten sein Leben zu riskieren? Oder warum machst du das? Ich mache das, weil mich die Geschichten jetzt tatsächlich bewegen. Ja, aber die Frage zielt jetzt auf das Leben riskieren. Es ist ein wahnsinnig gefährlicher Job. Also ich habe dich schon in Situationen gesehen mit irgendwie fliegenden Kugeln über deinem Kopf, wo ich mir gedacht habe, was geben sie ihm dafür, dass er das macht? Also dass du da unter Aufgabe sämtlicher Schutzmechanismen, die man so als Mensch hat, einfach so, okay, für die geile Story nehme ich mein Handy und fliege nach Afghanistan und lass mich da von irgendwelchen Taliban anquatschen. Naja, ich meine, was heißt die geile Story? Ich finde einfach, dass es wichtig ist, darüber zu berichten. Und du sagst ja immer, sitzt ihr da in eurer Radiosendung, ne, und quatscht irgendwie los und so, aber ihr geht da ja nie hin. Das ist ja auch nicht schlimm, aber irgendjemand muss das ja machen. Aber das Ding ist, du gehst ja an Orte, wo es vielleicht auch ganz gut ist, dass da niemand ist. Findest du? Selfie-Journalismus ist ein großer Vorwurf, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Nein, also wenn wir jetzt die Geschichte nehmen, die du angesprochen hast, nämlich die Flüchtlinge, die habe ich 21 Tage begleitet. So, und da haben wir ungefähr 5 Teile von gemacht. Wir saßen mit denen, also das war eine andere Geschichte, mit dem im Boot, wir waren an der serbischen Grenze, Mazedonien. Also ich finde, wenn man sich 21 Tage Zeit nimmt, ist das ganz schön viel, oder? Wie ist das dazu gekommen, dass die größte deutsche Boulevardzeitung, die in den letzten 40 Jahren, ich sag mal, nicht dafür bekannt war, sich auf eine Seite von Leuten zu schlagen, die hilflos sind, unter anderem, dass die jetzt eine der großen Pro-Flüchtlingssprachrohre, also natürlich nicht in aller Detailtreu, wie man das von... Naja, wir waren, glaube ich, detailreicher als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Mir haben ganz viele Leute... Mit dem haben wir nichts zu tun, Glück. Also. Die haben mir geschrieben, wieso macht denn das ZDF das nicht, was ihr da gemacht habt mit eurer Reportage? Wer hat das geschrieben? Ja, also mehrere Leute. Kumpels von dir? Ja, nee.
Wirklich schlimm. Haben Sie sich sowas mal angeguckt, Frau Göring-Eckardt? Haben Sie mal sowas gesehen, wenn der Paul mit dem Stahlhelm irgendwo steht? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe jetzt nicht den Paul Ronsheimer begleitet, aber auf der Route bin ich auch gewesen, ja. Sie sind die Route auch gelaufen? Ich bin sie nicht gelaufen. Das ist doch gar nicht so Iron Man. Sind das kommt mir so ein bisschen... Es gab doch mal das... Flüchtlingsrude auch gelaufen. Vielleicht haben Sie ein Buch rausgebracht. Ich bin dann mal weg, so wie Habe Kerkeling. Und bin mein Weg auf der Flüchtlingsroute. Ich war schon religiös vorher. Ja, aber Sie sind da lang gelaufen. Ich bin da unterwegs gewesen, nicht die ganze Strecke gelaufen, sondern war an diesen Grenzübergängen und war auch an so einem, auf Lesbos, als ein Boot ankam, was total unerträglich für mich war, ehrlich gesagt. Waren denn da genug Helfer? Waren denn da Menschen? Nee. Oder wer war genau vor Ort? Dass ich da geholfen habe, lag ja daran, dass da drei Leute. Weil die gerade Urlaub gemacht haben. Das kann doch nicht sein, dass wir wissen, dass da Millionen Leute ankommen. Ja, es ist total irre. Da stand ein Bus aus den 70er Jahren aus Rumänien. Da war ein Arzt und eine Krankenschwester drin. Und dann waren da drei Leute, ein paar Fotografen, ein ZDF-Team und ja. ZDF war auch da. ZDF war auch da, ja. Und dann waren da die Leute, mit denen ich unterwegs war. Ja. Und da war keine offizielle. Also Europa habe ich am Abend, als ich drüber nachgedacht habe, in dem Augenblick habe ich gar nichts mehr gedacht. Am Abend habe ich gedacht, okay, jetzt ist Europa der Bürger nochmal was ganz anderes. Mhm. Weil da Leute waren aus Belgien, aus irgendwie anderen Ländern, die da auf dieser Insel waren und immer dort geholfen haben, wo Hilfe gebraucht wurde. Aber da war kein Polizist, da war kein Offizieller oder sowas, sondern es waren einfach Leute, die gesagt haben, mache ich jetzt. Sind Sie jetzt eigentlich näher an der Kanzlerin dran denn je, politisch? Ich meine, das ist politisch ja letztlich hat sich ja Angela Merkel in den letzten 200 Tagen zu einer Kanzlerin der Opposition, der Grünen fast. Also wenn man sich in ihrer Partei umhört, dann könnte man fast meinen, dass sie da quasi jemand aus ihrer Partei als Kanzlerin installiert hat. Also ich glaube, auf unserem Parteitag hat jedenfalls die Kanzlerin mehr Lob gekriegt als auf dem CDU-Parteitag, das kann man sicher sagen. Und, da würde ich mir zum einen als Kanzlerin Gedanken machen, aber auch ihre Partei sollte sich darüber mal Gedanken machen. Ob sie eventuell. Ja, aber Einschränkung, wenn es um dieses Flüchtlingsthema geht. Ich glaube, da hat sie sich echt entschieden, es jetzt anders zu machen. Ich meine, Angela Merkel war in keiner einzigen Flüchtlingsunterkunft in Deutschland jahrelang. Bis zum Sommer 2015. Und dann hat sie sich entschieden, ich gucke mir das jetzt an. Und dann war irgendwie ein innerer Schalter umgelegt. Und sie hat gesagt, so, mache ich jetzt. Und vielen anderen Fragen streiten wir nach wie vor mit ihr. Deswegen können wir das ganz gut ertragen. Aber Sie streiten, aber Sie haben ja eine sehr konservative Einstellung teilweise. Gab es bei Ihnen mal einen Punkt im Leben, wo Sie sich überlegt haben, CDU oder Grüne? Ich bin da noch am Hadern, wo ich mich genau für... Kein Moment. Liebe Freunde, wir machen es offiziell. Und meine Damen und Herren, Jan Böhmermann hat ein Alkoholproblem. Ich bin wahnsinnig froh, dass das ausgerechnet neben Paul Ronsheimer passiert ist. Okay. Entschuldige, Jan, ich dachte, das kippelt dann nur so ein bisschen, nein, wenn ich das mache. Weil Jan, du hast zugenommen, oder? Nein, ich habe gedacht... Das macht man so beim Kindergeburtstag. Ein Stuhl ist angesägt. Das ist so. Wollen wir alle unsere Mützen aufsetzen mal, auch beim ersten Thema? Sorry. Das sind fucking 1000-Euro-Stühle, aber Antiquitäten, offensichtlich war da ein Wurm drin. Das war nicht gefaked, sag ich direkt mal. Das war kein Fake. Doch, das war von mir mit... Das war nicht gefaked. Mich irritiert das es war jetzt, nicht fucking mich irritiert es jetzt, dass sie neben mir... Mal, da ist ja schon irgend so ein Ding drin. Oh, der ist doch schön. Besser. Auf alle Fälle ist das mal... Also, sah gut aus. Cool abgerollt. Hey! Bevor wir das vergessen, das Thema ist Kindergeburtstag. Es ist ein totaler Themensprung. Aber also wir können, wenn wir es ein bisschen auflockern wollen, wir haben Tischfeuerwerke, wir können Negerkuss essen. Sag mal, Negerkuss bei Ihnen bei den Grünen? Oder? Und sag mal, ein Mohrenkuss geht auch nicht mehr. Ne? Mohr darf man auch nicht mehr sagen. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, wir haben früher nie Neger gesagt, wir haben Mohren gesagt. Ja, genau. Und als ich in die Schule ging, hieß es auch noch Negerkuss und kostete 10 Pfennige, DDR. Und man Allein der Preis einzeln, ist ja rassistisch. Man konnte sich die einzeln kaufen. Einzeln. Das war wirklich gut, weil... Auf dem Schulweg danach sind Sie, oder so. Sind Sie pro oder contra Neger in Pipi Langstrumpf? Also in Pipi Langstrumpf, da gehört es hin. Und bei Schokokuss, finde ich, kann man sich irgendwie auch verändern. Das oder? Ist Katrin Göring-Eckardt. Schauen Sie mal in diese Kamera. Jetzt kommt eine kleine Information. Ja. Jetzt kriege ich Schiss wahrscheinlich. Ne? Waren die Trikotagen grüner Politiker vor 20 Jahren noch eine Umarmung für alle Freaks, Kiffer und Gammelschwestern, so schreien die Sackos der grünen Spitzenkraft Frau Göring-Eckardt heute, ich bin wie du, ratloser vegetarischer Christ. Ich verstehe dich, müder Sachbearbeiter, auf den Weg in dein Mieteinfamilienhaus in Unna an der Wuppe. Das Verrückteste, was Journalisten zu der konservativen Grünen einfiel, ist, sie hat ein gutes Gespür für Metathemen. Zum Beispiel für fröhlich-vegetarische Rezepte auf ihrer Webseite. Manchmal backt sie selber Brot, vielleicht weint sie dabei. Sie mag Edward Snowden, Homosexuelle, ist Feministin, Verzeihung, jetzt bin ich kurz eingenickt,
und hat wie fast alle Politiker ein gespaltenes Verhältnis zur Bekleidungsästhetik. Frau Eckert ist sicher ein guter Mensch. Schön, dass Sie da sind, Frau Göring-Eckert. Ich freue mich jetzt auch total. Wir haben übrigens da einen Mixer stehen. Mixer stehen. Ja, wegen Vegetarisch. In dem Mixer ist ein Goldfisch. Hm. Und wer möchte, kann den Mixer anmachen. Wirklich. Das ist eigentlich, wir hatten erst überlegt, das ist eine total geile Idee, um einfach so zu testen, wie böse unsere Gäste sind. Kannst du dich daran erinnern, dass Frau Künast mal im Bundestagswahlkampf einen Saibling töten musste? Ich wusste, dass es jetzt kommt, und zwar von diesem investigativen Bildjournalisten. Nee, sie hat es gemacht. Wieso? Nee, das war doch nicht von der Bildseite, das war doch im TV irgendwo. Ja, aber Sie haben sich daran erinnert. Entschuldigung, das hat mich daran erinnert. Nein, aber sie hat es einfach so gemacht, wie man es machen muss. Und warum hat sie es gemacht? Was war der Beweggrund dahinter? Sie traut sich nicht. Mutprobe. Mutprobe. Nein, es war irgendwie so eine. Sie war ja Verbraucherschutz- und Landwirtschaftsministerin und dann sollte sie das machen und dann hat sie. Dann bring doch den Saibling um, ja. Ja. Zeig doch mal, ob du dich traust. Wie man das. Und dann konnte sie das auch. Haben Sie schon mal ein Tier getötet? Mücken, zum Beispiel viele schon. Ja, ist das, widerstrebt das nicht eigentlich so einer veganischen oder vegetarischen? Ich bin auch gar nicht vegan. Entschuldige, sorry. Vegetarisch auch nicht? Nee, ich esse nicht viel Fleisch. Also ja, klar, aber so eher nach dem Großmutterprinzip. Also Lust auf einen kleinen Saté-Spieß? Wie bitte? Ein kleiner Saté-Spieß. Wir haben noch welche Backstage, einen kleinen Saté-Spieß. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das muss nicht das sein. Das ist ein Codewort für das extrem Unanständige, wenn Olli Ihnen Saté-Spieß anbietet. Dann hin Backstage. Er war ja vorhin schon unterwegs mit seinem Handy irgendwie, weiß ich auch. Ja, mein Handy ist verloren gegangen im Backstage-Raum, in dem jetzt einer von Ihnen vieren hat mein Handy hier. Haben Sie nicht mal die Bild-Zeitung verklagt? Die Bild-Zeitung? Ja. Gegen wen? Also selber, weil die irgendwas berichtet haben. Ja, weil sie irgendwie versucht haben, ich finde ja, Privatleben ist Privatleben, auch für Politikerinnen, und das nervt mich, und das habe ich gemacht, genau. Und haben Sie was gewonnen? Gab's Kohle? Kachelmann hat 650... Großen Teddybär. Genau, am Schluss gab es so eine Tröte. Gab's Geld? Gab's Kohle? Nee. Gar nichts. Gab's. Also abgeschmettert worden, weil die Bild so gute Anwälte hat? Klar, die Bild gute Anwälte, und es gibt halt Leute, die sagen, Politikerinnen müssen sich das gefallen lassen und so, und trotzdem, für mich bleibt es so. Paul, hast du Kohle dabei? Ich diese Steine. Viel Geld, so, weißt du? Wir müssen in die Runde. Ich habe das Gefühl, dass Ann-Marlene Henning und Nora noch nicht integriert sind. Okay, Frau Henning, was ist ein trockener Orgasmus? Total. Wie ist das bei dir, Nora? Empfangst du dich auch? Ja, ich auch. Frau Henning, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Schön, dass Sie da sind. Möchten Sie Negerkuss? Negerbolle heißt das auf Wie heißt das? Negerbolle? Nein, nicht Negerbolle. 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 Viel weicher, wie die Bolle eben. Ich weiß jetzt schon, wenn man über diese Sendung wird eins nur gesprochen, ob man das darf. Politische Correctness. Ja, political correctness. Mich würde aber viel mehr interessieren, was genau ist ein trockener Orgasmus? Wirklich, ich weiß noch nicht genau, was das ist. Also, wie genau funktioniert ein trockener Orgasmus? Ich rauche die Zigarette darunter, weil das ist ein bisschen... Ich rauche jetzt einfach mal vorhin. Was ist ein trockener Orgasmus? Es interessiert mich wahnsinnig. Ich habe es gelesen, dass Sie beherrschen den trockenen Orgasmus und können das jedem beibringen. Und wenn ich eine Sache brauche, manchmal in langweiligen Situationen, wenn ich zum Beispiel... Jetzt, wo er kein Smartphone mehr hat. Ja. Manchmal sitze ich 2 Stunden mit Jan Böhmermann in der Radiosendung, die wir 3 Jahre machen, und denke, jetzt ein kleiner Orgasmus. Und das Ganze, wie kann ich, ganz ehrlich, das würde mich wahnsinnig interessieren, wie kann ich einen trockenen Orgasmus erzeugen bei mir selber, ohne dass es nass wird? Olli! Ja, es interessiert mich einfach, wirklich. Was ist daran schlimm? Also, das trockene Orgasmus ist ja nicht nass, ne? Ja, schon hast du ihn geschafft. Genau. Und dass ich ihn kann, ist auch übertrieben, weil es sich um Männer dreht bei der Sache. Ach, weil so. Es geht ja um das Abspritzen oft. Bei Männern spritzen ja beim Orgasmus, denken alle, dass es zusammengehört. Tut es eben nicht. Man kann auch einen Orgasmus haben ohne eine Ejakulation. Wie es aber es ist doch dann voll langweilig, weil es doch voll... Das Gefühl ist gleich, aber das ist vielleicht nicht so pornös, weil es nicht hinspritzt auf Teile vor einem. Aber es hat ja nicht mit pornös... Aber er wollte es alleine machen, ne? Er wollte es alleine machen. Aber können Sie mir sagen, wie ich mich... Also, ich kann einen Orgasmus ohne die Ejakulation in mir selber erzeugen. Sie kriegen das hin? Du kriegst das hin. Ich krieg das hin. Also Sie, geben Sie mir mal einen Tipp. Also, Oliver, bitte denk dran, dass immer noch deine Mutter neben dir ist. Ja. Ich erkläre es dir, dann bringst du ihn bei. Ja, wir sind ein offenes Haus, aber... Ja. Ich wurde sehr liberal erzogen. Also ich kann es nicht hier, da müssen wir ein bisschen weitergehen. Es geht um den Beckenboden und man macht mit bestimmten Muskeln was und dann wird es quasi nicht rausgestoßen, sondern eher nach hinten gebracht. Und man kann es auch sehen, wenn man zur Toilette... Dann habe ich weiße Augen irgendwann, oder? Ich habe eine Idee. Nein, jetzt weiß ich wie. Du gehst zur Toilette und wenn das da so ein bisschen weißlich ist, dein Urin, dann hast du einen gehabt. Wirklich? Ist das wenn nicht, du denn gekommen bist. Ist das nicht schlecht? Ist das nicht ungesund? Ungesund? Ist das nicht ungesund, wenn das Ejakulat in meinem Körper zirkuliert? Ja, ihr Frauen habt doch keine Ahnung von das.
Was kann ja sonst das was macht schiefgehen? Blind, außer man trinkt genug Whisky. Hattest ja, du ja. schon mal, hast du schon mal einen trockenen Orgasmus gehabt? Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemals überhaupt einen Orgasmus hatte. Ja. Also, okay, es geht also eine rein, geht's um Vorstellung im Kopf. Man muss einfach Schönes denken und dann. Na, ich habe doch eindrücklich, aber auch also Becken, gerade Becken, Körper ja, Becken, gesagt okay. oder nicht vor. Aber man muss dann gar nicht denken, der Becken reicht, das Becken reicht alleine und dann. Kurz Spaß beiseite. Ja, es ist gut, seinen Beckenboden zu kennen und man macht da was mit Muskeln und. Stichwort Levator Arni. Richtig, danke Levator Arni, danke. Hast du meine Sendung gesehen oder? Nee, es gibt auch noch andere Sachen, für die man Levator Arni braucht. Tatsächlich, es geht nicht nur um den Beckenboden, sondern besonders um den Levator Arni. Sehr schön. Was ist denn der Levator Arni? Ich glaube, Männer müssen ein bisschen trainieren. Der neue Film von Arnold Schwarzenegger. Levator Arni 2. Jetzt wird nach innen gespritzt. Oh, mein Junge. Ja. Oh. Achtung. Oh nein. Das war toll. Ui, das war ja toll. Das war ja toll. Also wirklich. Lämste Kindergeburtstag der Welt. Das war ja toll. Wir können auch Negerkuss essen machen. Aber wo sind denn die Sachen hingefallen? Da war nee, also ich bin jetzt, ich möchte heute Abend in meinem Hotelzimmer gerne meinen Beckenboden kennenlernen. Also, man muss mit der. Klappt das auch bei jemandem, der seit seiner Geburt keinen Sport gemacht hat? Also, ja? Ja. Und diese Beckenbodengymnastik, also nicht Bodenbeckengymnastik, das ist nicht so auf der leeren, im leeren Swimmingpool oder so. Ja. Es ist ein riesen Muskelkomplex in deinem Körper und du könntest jetzt einfach komm. Einen Furz zurückhalten. Ich könnte jetzt, wenn ich hier moderiere... Nicht pinkeln wollen, dann hast du schon Teile deines Beckenbodens gefunden und dann würden wir noch so ein bisschen immer wieder drüber sprechen. Heute, wir stehen noch kurz auf und so. Und am Ende kennst du ihn ein bisschen und dann kannst du mit großem Glück vielleicht, ja, das hinkriegen heute Abend. Heute Abend noch. Stimmt das, dass du noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht hast? Das steht in unserem... Das wird ja immer als was Besonderes gesagt. Also ich denke, es gibt hoffentlich viele, die das schon nie gemacht haben, oder? Das ist, wie gesagt, biologisch einfach gar nicht möglich, einen Orgasmus als Mann vorzutäuschen. Außer es ist ein Trockner, den ich gerade erst kennengelernt habe. Ja, da habe ich aber schon einige Theorien gehört von Männern, mir erzählt, dass ein Mann das sehr wohl kann. Und besonders gerade, wenn es um Sex mit Kondomen geht. Da muss man nur ganz geschickt so mal kurz, ich muss mal kurz zur Toilette und so. Und dann merkt keiner, dass da nichts drin ist. Männer können das sehr wohl und Männer tun es. Verpasste Chance. So. Wollen wir mal Ann-Marlene Henning vorstellen? Ja, gerne. Ann-Marlene, das ist deine Kamera und das ist dein Text. Oh, ich bin von Sibylle Berg. Ernst in die Kamera gucken oder souverän oder cool oder sexuell. Geschlechtsteile beim Arbeiten beobachten, was ein geiler Job. So als Sexologin, denkt der Honk. Doch leider ist die Realität wieder öder, als man meint. Sexologie beschäftigt sich mit der Einfalt der Menschen, die nach einem Sinn im Leben suchen oder nach dem Geheimnis, dass Sex zu mehr macht als Sex. Doch, das wird nicht geliefert. So sehr die Leute sich auch verschnüren und betrügen, sich Dinge in alle Öffnungen schieben, Sex wird einfach nie mehr als Ficken. Frau Henning studierte Jura und Neuropsychologie, Sexologie und Paartherapie. Ihr Buch Make Love wurde vom Weltbild Verlag auf den Index gesetzt und sie verbot die russische Ausgabe, weil ein Passus über Homosexuelle gestrichen war. Sie macht alles richtig und sagt richtige Sachen wie Sex ist nicht nötig, um sich zu lieben. Punkt. Keine Pointe. Der Weltbild Verlag hat ein Buch auf den Weltbild-Index. Der Weltbild-Verlag wollte ein Buch nicht verkaufen, was ja beim Weltbild-Verlag, ich glaube, gibt's den überhaupt noch? Da hat sich was geändert, genau. Aber das war so damals. Aber die Doppelmoral war auch gleich dabei, weil das 50 Shades of Grey stand ja da drunter und wurde verkauft. Weil es wahrscheinlich teurer war und mehr für den Buchhändler gebracht hat an Einnahmen. Also es ging um zwei Sachen. Es ging um unsere Einstellung zur Abtreibung und um die Einstellung zur Homosexualität. Und weil wir pro beides waren oder immerhin ganz neutral darüber geredet haben, war das nicht in Ordnung. Wie ist eigentlich Ihre Einstellung zur Abtreibung? Zur Homosexualität? Zur Homosexualität, das weiß ich, aber Abtreibung. Ist das, also wenn jetzt eine Frau sich entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, nee, lieber nicht, das geht nicht. Wie ist da Ihre persönliche Linie? Meine persönliche ist, ich würde es selber nicht machen, aber ich finde, es gesetzlich muss man es freigeben, straffreisetzen und so weiter. Es sind so viele Frauen daran gestorben, dass sie irgendwie mit von den Stricknadeln damals bis zu irgendwelchem anderen Scheiß, es bringt überhaupt niemandem was. Wie ist denn eigentlich Ihre Einstellung zum kirchlichen Arbeitsrecht? Wie viele Stunden haben wir Zeit? Das kann man, glaube ich, relativ. Also, oder anders gefragt, inwieweit finden Sie das ein Problem, dass es in Deutschland ein kirchliches Arbeitsrecht gibt, was in gewissen Dingen über dem weltlichen Arbeitsrecht steht? Also heißt zum Beispiel, wenn Sie eine Kindergärtnerin sind oder eine Lehrerin,
in einer katholischen Einrichtung oder einer evangelisch Trägerschaft befindlichen Schule. Die gibt es in NRW, jede zweite ist ja in kirchlicher Trägerschaft. Und wenn sie dann verheiratet sind und sich scheiden lassen, dann kann ihr katholischer Arbeitgeber sagen, obwohl das beim weltlichen Arbeitsrecht absolut niemandem was angeht, wir schmeißen dich raus, weil du geschieden bist und deine Ehe nicht gültig ist. Also es gibt Sachen, da finde ich, da muss das Gesetz gelten. Das gehört zum Beispiel dazu. Das würde auch bei einem evangelischen Arbeitgeber nicht passieren. Da darf man auch homosexuell sein, auch bekennend homosexuell sein und so weiter. Und es gibt ein paar andere Sachen, also dass die evangelischen und die katholischen Träger entscheiden können, dass sie Leute einstellen, die einem den Glauben haben. Ja, ja, und Leute aufnehmen und Kinder. Also ich in Köln, ich habe Zwillinge. Okay. Und die sind jetzt im schulpflichtigen Alter. Mhm. Und in Köln hast du dann die Wahl. Lügt. Jetzt halt doch mal die Fresse, ist jetzt eine fiktionale Version. Ach so, eine fiktionale. Ach so, ist ein Rollenspiel. Rollenspiel ist ein Rollenspiel. Frau Henning ist ein Rollenspiel. Okay. Aber ohne. Ich habe ja zum Beispiel Enkel, tatsächlich. Genau, so, und jetzt kann man, jetzt mal die Partymütze ab, weil jetzt ist nämlich jetzt mal ernst. Jetzt wird's ernst, okay. Genau. Jetzt geht's aber hier. Ja, rücken Sie mal nicht weg. Das ist, nee, ich rücke nicht weg, so. Ich gucke Sie genau so an jetzt, ja. Und jetzt hab ich die Wahl, meine Kinder einschulen zu lassen in einer katholischen Trägerschaft oder einer staatlichen Schule. Mhm. In den Schulen in kirchlicher Trägerschaft, auch in den Kindergärten, habe ich erschreckend wenig Menschen mit muslimischem Hintergrund zum Beispiel kennengelernt. Also ich kann das für Nordrhein-Westfalen nicht einschätzen, das weiß ich ehrlich nicht, ja, aber... Ich weiß, ist das von Land zu Land unterschiedlich? Naja, Schule und Kindergarten ist halt von Land zu Land unterschiedlich. Ich kann mal von meinem Land reden, da bin ich irgendwie auch beteiligt an so ein paar evangelischen Schulen. Da ist völlig klar, erstens, es gibt immer einen wichtigen, großen Anteil von Kindern, die keiner Religion angehören, weil im Osten sind irgendwie gerade mal noch 20% evangelisch an manchen Stellen. Und es ist auch klar, es kommen da Kinder mit muslimischem Hintergrund, wie auch immer man das sagt. Da wohnen ja nur Moslems, darf man, glaube ich. Ja, ist ja die Frage, ob die tatsächlich Moslems sind oder ob sie in der dritten Generation längst was anderes sind oder so. Da gibt es sowieso nur ganz wenige, aber da ist völlig klar, das gehört zusammen. Das ist nicht die Frage. Und in der staatlichen Schule ist es auch so, dass man sagt, okay, wir gucken danach, wie ist hier die Mischung in unserer Klasse? Wie machen wir das? Wieso bezahle ich denn als Atheist für kirchliche Einrichtungen mit? Für was denn? Ja, zum Beispiel für die kirchlichen Schulen in kirchlicher Trägerschaft. Das verstehe ich einfach nicht. Warum müssen alle bezahlen für was, wo die Kirche bestimmen darf, was da gemacht wird? Nur da, wo sie das machen, was andere nicht machen. Also wenn der Kindergarten da ist und man sich entscheiden kann, in den einen oder den anderen zu gehen. Sorry, verliere ich euch jetzt hier? Ja, total. Wirklich? Erzähl noch ein bisschen von deinen Kindern. Nee, ich habe mich total darauf gefreut, dass sie neben mir sitzen, weil ich wollte mal. Und weil ich evangelisch bin. Nee, ich finde. Bist du überhaupt aus der Kirche ausgetreten oder? Ich war noch nie in der Kirche drin. Ich verstehe nur nicht, wie man. Ich sag mal. Also sie bezahlen dafür, dass Kinder im Kindergarten betreut werden, egal also ob staatlich oder Schulen und Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft werden zu 95% bezahlt. Die machen komische Sachen. Ja, weil die sie nicht. Hey, und das ist nämlich besser. Ist dann auch kaputt. Ey, Freundin, das ist... Ey, Jan, du hast mir versprochen, das ist eine geile Sendung hier mit geilen Sachen und so, ne? Das ist... Wirklich, das ist echt so eine... Das ist so eine cool. Ich versuche gerade das erste Mal hier ein seriöses Gespräch zu führen, wo man nicht alle zwei Minuten, zwei Sekunden irgendwie was anderes... Er hat angefangen. Wie, ich habe angefangen. Wir können das ja sonst noch mal hinter den Kulissen... Ich verstehe einfach nicht, warum alle Menschen dafür bezahlen, für Einrichtungen... 95% öffentlich finanziert sind und die katholische und evangelische Kirche bestimmen darf, was gemacht wird. Und eben auch ihr eigenes Arbeitsrecht. Sie darf nicht das eigene Arbeitsrecht durchsetzen. Sie darf nicht, und wenn das evangelische Liberale als das katholische ist, aber heißt Sie doch nicht, dass... Sie wollten jetzt nicht von mir eine Antwort haben, sondern das einfach nur mal sagen. Ich wollte es mal sagen. Okay. Okay. Also sonst würde ich auch was antworten, aber... Ja, und ich wollte das mal mitnehmen. Ach ja, mitgehen. Ja, weil Sie sind doch bei den Grünen und ich verstehe das nicht. Bei einer Partei, die bis vor 10 Jahren noch Molotow-Cocktails geworfen hat, jetzt auf einmal jemand ist, der quasi so sehr im System drin ist, dass er quasi das mit unterstützt, diese... Jetzt hör doch mal zu, verdammt. Ja, aber pass auf, dass unsere Gäste nicht zusammenbrechen. Die sind ja bereits zusammengebrochen, wegen dir. Das hat mit mir nichts zu tun. Also ich bin ganz froh, dass es ein paar Krankenhäuser gibt und ein paar Kindergärten, die Kirchen... Als wären die nicht da, wenn die Kirche nicht da wäre. Hör mal jetzt auf, in so einem Tonfall zu reden. Als würden wir keine Krankenhäuser haben, wenn es keine Kirche gäbe. Mir mal jemand so einen Stein geben. Ich kann noch ein bisschen. Ja, back to the roots. Back to the roots. Nur damit ich zu Wort komme. Frau Göring-Eckardt, ich mache gleich mal für Ihre Partei den Mixer an. Einfach mal so just for fun. Göring-Eckardt, pass mal auf. Scheiße. Das war als Gag geplant. Jetzt war ich wirklich aufgeregt. Dass das dann rot wird. Jetzt werde ich auch. Doch, es wurde rot. Ja, hättest du länger noch Finger reinhalten müssen. Das ist der Chuck Norris, der Film. Also ich kann das jetzt nochmal wiederholen. Das funktioniert einfach nichts hier heute in der Sendung. Kannst du mal aufhören zu pöbeln? Dass ich dafür bin, das kirchliche Arbeitsrecht anzugleichen und trotzdem heilfroh bin, dass die Kirchen das machen. Echt wahr? Ja. Kirchliches Arbeitsrecht abschaffen, das ist meine Position. So. Ja, sind wir nicht ganz einig, aber ziemlich weit gehen. Nee, halt. Nein.
Wie ist da Ihre Meinung, Herr Ronsheimer? Was ist deine, du kommst aus Aurich, also eher aus den Atheisten. Stopp mal. Also, hast du eigentlich getrunken? Nee, ich war jetzt gerade, das ist Moment, sehr, sehr Moment. Viel passiert. Also ich war früher Organist in einer evangelischen Kirche. Mit einem C-Schein. Oh, also von daher, ich... Schon damals in Krisengebieten unterwegs. Das hatte mir keiner gesagt, wo wir jetzt wieder... ein militanter Atheist ist. Ja. Mir hat jemand gesagt, dass Sie eine militante Evangelin sind. Nee. Jan Böhmermann ist einfach ein militanter Mensch. Das kann man einfach. Kannst du mal bitte deine Lebensgefährtin, deine Mutter einbinden? Ja, das möchte ich jetzt gerade machen. Lebensgefährtin und Mutter. Ich hab zwei. Ich möchte ganz kurz erstmal sagen, dass es jetzt so weit jetzt schon gekommen ist, dass man sich im deutschen Fernsehen schon dafür entschuldigen muss, wenn man mein Thema ein bisschen härter anpackt. Ja. Dass du schon sagst, Entschuldigung, wenn ich euch alle jetzt nicht mitnehme. Nee. Ich finde das vollkommen in Ordnung, Jan. Finde ich auch. Auch als mein Zweitsohn möchte ich dir hiermit. Auch im Namen. Holen wir gleich den Dampfer mal raus heute. Weißt du, das Ding ist, in Berlin ist es auch wesentlich liberaler, da wo ich herkomme, aus Bremen ist es auch so, aber hier in Nordrhein-Westfalen ist es die absolute Pest. Jede zweite Kirche, jede zweite Einrichtung. Aber dann jede zweite Berlin. Kirche ist ein Scheiß. Zieh doch nach Berlin, wer will denn nach Berlin? Wer will in Berlin wohnen? Niemand, wirklich niemand. Niemand will in Berlin wohnen. Manche müssen da wohnen. Ja, Nora Tschirner zum Beispiel, meine Damen und Herren. Und das ist der Text über Nora Tschirner, von Sibylle Berg selbst geschrieben und eingesprochen. Let the madness begin. Vor über 10 Jahren war Frau Tschirner zusammen mit Christian Ulm das Lustigste, was es damals im Fernseher zu sehen gab. Über 40 Filme später ist es der 56-Sprachigen gelungen, keine Taschenläden einzuweihen, nicht mit ihrem Kind auf dem roten Teppich rumzueiern oder witzige Busenfotos mit Oliver Rath zu machen. Unter Ausschluss der deutschen Lügenpresse spielt sie in englischen Filmen, dreht Dokumentationen und singt in einer sehr guten Band. Sie kämpft gegen Nazis, wann immer sie einen trifft. Und das Schlimmste, das ihr in der öffentlichen Wahrnehmung auf die Ehe geschissen ist, passieren kann, ist die Verwechslung mit Eileen Tetzel. Warum so ein kluger Mensch so einen albernen Beruf hat und nicht Atomphysikerin geworden ist, werden wir vielleicht heute erfahren. Herzlich willkommen, Nora Tschirner. Schön. Ich muss jetzt mal. Das ist aber eine gute Frage, finde ich, von Sibylle Berg, die ich gleich mal weiterleiten möchte. Ich brauche einen kurzen Moment, um mein Tagebuch einzuschreiben, dass Sibylle Berg über mich einen Text verfasst hat, der auch noch so ist. Und der wirklich sehr gut ist, weil die Frage ist ja, du hättest ja damals, guck mal, wir kennen uns seit 15 Jahren ungefähr, 13, 14 Jahren, du hättest ja alles machen können, oder? Du hast mir alles angeboten damals. Ich habe dir damals alles angeboten, ich hätte alle Möglichkeiten angeboten. Du hast gesagt, angeboten. Mutti, ich bringe mich ganz groß raus. Ich habe gesagt, ich bringe dich ganz groß raus, ich habe einen Job für dich, ist draußen, Schnee und Schuch wird gestellt im Winter oder was auch immer. Nein, alles Mögliche wäre drin gewesen. Bereust du es jetzt ein bisschen in der Öffentlichkeit zu stehen, Schauspieler? Und warum, was ist mit dem Atomphysik und so? Du hast auch ein super Abi und alles gemacht, oder? Ja. Nee, nicht so gut. Ja, ich habe ein Abi gemacht, aber habe ich jetzt nicht, also war doch einmal noch kurz gebraucht, so ins Studium reinschnuppern. Nö, ich bereue jetzt gar nichts, nö, war gut. Gibt es eigentlich einen Moment, wo man denkt, scheiße, dass ich nichts gelernt habe? Habe ich ganz oft. Ich habe ja nicht. Weil du nichts gelernt hast. Ja, weil ich nichts gelernt habe. Also ich habe das ganz oft. Ich bin nur wissen. Moin Junge, ich hab dich trotzdem. Ja. Komm, noch einmal kuscheln. Ich habe überhaupt nicht. Also tatsächlich, ich habe es einmal so ein bisschen als Komplex mit dem Schauspielen gehabt, was ja echt ein bisschen auch ironisch ist, wenn man ehrlich ist, weil ich ja da schon ganz viel gedreht hatte, aber dass ich das wirklich nochmal so untersuchen wollte, wie ist es, in eine Schauspielschule zu gehen, und habe mich beworben. Ich wollte das mal so, naja, mal so ein bisschen greifbarer machen und entmystifizieren für mich, und habe mich am Reinhardt-Seminar beworben und mich so vorbereitet, möchte ich jetzt nicht nennen, aber schon auch ein bisschen Mühe gegeben und bin überhaupt noch nicht mal durch die erste Runde gekommen. Und das war aber dann, und danach wollte ich auch nicht mehr, nee, aber es war tatsächlich mal gut zu merken, okay, aha, das passiert dort, wenn man vorspricht, wie ist das so? Und dann war mir aber klar, dass man schon auch für das, was ich möchte, Autodidaktik da auch durchaus einen großen Sinn macht. Wie ist denn das als Autodidakt? Das kann ich ja ganz gut. Wenn so Leute, die so gelernt haben, also die es wirklich gelernt haben, Theaterschauspieler, so, sind die dann so ein bisschen so, schauen die so verachtend auf einen, wenn man Erfolg hat und man nicht durch die harte Schule des Theaters gegangen ist? Das weiß ich nicht. Manche bestimmt, manche auch nur, weil man glaubt, dass es so ist. Aber letztendlich merkt man es genau ab dem Moment nicht mehr, wo man selber irgendwas so teufelt, was man macht. Und da Schauspiel auch so ein geringer Teil ist von dem, was ich sowieso mache, und die anderen Sachen eh alle vollkommen autodidaktisch ablaufen. Ich habe einfach gemerkt, es ist für mich die beste Lernform. Ich hatte viel größere Probleme, weil ich mich sehr verschult gefühlt habe. Ich hatte eher das Problem, alle Lehrinstitutionen aus dem System wieder rauszukriegen, bis heute so. Und frei zu sein, ja? Naja, du sagst das so, aber ich finde ja, schon, dass so, das wirklich, irgendwie, ja, dass man ganz schön ein Brett vorm Kopf hat, ja, irgendwie nach 13 Jahren Schule. Und also jedenfalls nach so einer Art von Schule, wenn man jetzt nicht totales Glück hat. Und ich war so einer von außen betrachtet der Gewinner in der Schule. Ne? Also ich habe sozial mich wahnsinnig wohl gefühlt und war jetzt nicht, ne? Also so von außen betrachtet lief das alles ganz gut. Aber insofern bin ich totaler Fan von kein Diplom für irgendwas in der Hand haben. Finde es aber genauso gut, wenn Leute damit glücklich sind. So, also
Du hast eine soziale Ader schon immer gehabt, kann man so sagen. Da setzt dich immer ein. Hast auch gerne mal einen Facebook-Post schon gemacht gegen Neonazis, ähnliches. Also hast immer einen Standpunkt so. Jetzt gibt es so eine neue Berichterstattung, so eine neue Plattform, für die du dich jetzt gerade einsetzt. Ja. Kann man ruhig von erzählen, weil wir beide damit ein bisschen zu tun hatten gerade und darüber geredet haben. Perspective Daily oder genau. Daily Perspective? Nee, Perspective Daily. Also meinst du wirklich, dass es eine neue Art von Berichterstattung ist, die da stattfinden wird? Nein, es ist definitiv eine neue Art, die mir sehr einleuchtet. Das ist jetzt in Deutschland ist es jetzt im Prinzip eine neue Herangehensweise. Es ist aber eine internationale Bewegung, die es schon länger gibt, die sich konstruktiver Journalismus nennt und die im Prinzip für eine ganzheitliche Reform des Journalismus sozusagen eintritt und auch davon ausgeht, also gestützt von neurowissenschaftlichen Studien und so, eben davon ausgeht, dass die negativ und reine Sensationsberichterstattung uns eher in eine Spirale von Depressionen und Lähmung und Passivität irgendwie führt, aufgrund derer irgendwie gute Ansätze, die es überall auf der Welt für Probleme schon gibt, nicht mehr umgesetzt werden, weil die Leute alle da sitzen und eben vollkommen fertig sind mit Nerven. Und da wird sozusagen, werden eher Themen verbunden und auch durch Wissenschaftler, Journalismus-Hybride sozusagen uns nahegebracht und nicht durch Journalisten. Ganz kurzer Umschnitt auf Paul Ronsheimer, nur kurz für den Gesichtsausdruck mal eben. Was macht das mit Ihnen, mit dir, wenn jemand neben dir sowas schildert? Das ist eigentlich das Gegenteil von der Bild-Zeitung, oder? Ich kenne das Projekt ja nicht. Für mich klingt das so ein bisschen, also für mich klingt das interessant, aber nach einer... Moment, was wolltest du zuerst sagen? Für mich klingt das ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen? So ein bisschen wie so, halt in Berlin-Mitte setzen sich ein paar Leute zusammen und denken jetzt die Welt neu. Find du ich meinst gut. Wie im Borchertz, die Bildredaktion? Nein, ich meine, das muss es geben, aber genauso muss es die Bildzeitung geben. Also ich finde, beides ergänzt sich möglicherweise sogar. Ja, meinst du, du könntest auch für Perspective Daily dich irgendwo ins Krisengebiet stellen? Wäre das was, Nora, wenn Paul Ronsheimer sich da... Also das Ding ist, ich muss tatsächlich sagen, ich bin der Erste, der große Bedenken hat mit der Bildzeitung. Was jetzt die Sache mit der Berichterstattung von dort angeht, ich muss echt sagen, es ist zurzeit sehr, sehr leicht und gleichzeitig vollkommen bekloppt, glaube ich, ständig Formkritik in alle Richtungen zu äußern, weil letztendlich wird es genauso viele Leute gegeben haben, denen dieser Blick in einen wirklich gelebten Flüchtlingszug, ja, der da langläuft und den vielleicht Auserwählte haben können, der einem das Ungewisse so viel näher bringt und dadurch auch viel Angst nimmt und dadurch auch Begegnungen möglich sind und wird das ganz viel auch geöffnet haben, muss ich tatsächlich sagen. Ein kurzes Beispiel nochmal zu der Flüchtlingsgeschichte. Dann fragte zum Beispiel der syrische Flüchtling, mit dem wir unterwegs waren, der hatte so eine Sonnenbrille auf, weil die sah ganz cool aus und der sah eh ganz stylisch irgendwie aus. Ja? Typisch. Und dann, Hipster. Ja, also, typisch. Ja. Aber auf jeden Fall schrieb dann jemand auf Periscope, was hat deine Sonnenbrille gekostet und so und was hat dies und so. Und dann gesagt, naja, die habe ich mir in Kos für 2,50 gekauft. Ne? Aber überhaupt solche Fragen, dass sich syrische Flüchtlinge damit... Dass sie nicht arm sein müssen. Weil sie arm sind, sondern weil sie Krieg haben. Ja, aber es ist besser, wenn diese Fragen, muss ich dann auch sagen, tatsächlich aufstehen und direkt beantwortet werden können, als dass sich irgendein Hassforum kreieren kann. Und das ist, deswegen will ich das auch gar nicht, das macht irgendwie sowieso keinen Sinn, die Sachen gegeneinander auszuspielen. Was allerdings total fehlt, ist eine neue Form von einordnendem Journalismus, der eine Möglichkeit gibt, ganzheitlich zu agieren und eben nicht sagt, irgendwie im Feuilleton steht über eine Sache, dass so und so geschrieben und die Konservativen schreiben in der gleichen Zeitschrift, im Wirtschaftsteil darüber anders, sondern die Leute müssen sich verbinden, es muss interdisziplinär gearbeitet werden und es muss die Welt in Zusammenhang eingeordnet werden, sozusagen. Wie soll das bezahlt werden? Ich meine, ihr habt jetzt Bild Plus, das klappt wahrscheinlich so einigermaßen, aber es ist ja, ich sag mal, ist doch schwer, sowas zu finanzieren. Das läuft rein über Werbung. Nein, es ist ein Abonnentenservice, für den ich übrigens kein Geld bekomme, sondern einfach mich tatsächlich hinsetze, weil ich da total dran glaube. Und was, je mehr Gelder reinfließen, umso mehr Geld für Recherche sozusagen auch lässt. Tschüss, Jan. Machst du den Stuhl? Ist ja schon wieder Das ist nicht aus Unhöflichkeit gemeint, sondern einfach nur, um auch so ein bisschen, ich finde es schade, wenn wir Essen wegschmeißen, weil alles Essen, was nicht aufgegessen wird, müssen wir wegschmeißen. Sie müssen das nicht essen, Frau Göring-Eckardt. Es ist politisch, ich weiß nicht, ob es überhaupt erlaubt ist bei Ihnen in der Partei. Mhm. Ach du Jemini. Oh, wow. Rassismus gegen die Kirche, hat sie was gesagt. Mhm. Das ist unten Goldfisch was umgebracht. Mhm. Mit der Kirche, das meinen Sie? Entschuldigung, Nora, das ist mega unhöflich. Das ist total die Kindheit. Oder? Nee, ist aber die schlechte Kindheit. Es ist die Schokolade. Nee, ist ein D. D wie Dickmanns. So ein D Dickmann. Das ist aber jetzt keine Werbung, oder? Das ist nur Schleich. Aber die schmecken, geht so. Ja, weil die schon wir so haben früher echt besser geschmeckt. Früher haben sie echt besser geschmeckt. Ich frage mich, ob es eine gute Idee ist, überhaupt diesen Hut aufzuhaben. Wir waren sehr ernst zwischendurch. Du bist der Einzige, der den Hut aufhat. Ich bin ein Einhorn. Ja, das ist super. Party-Einhorn. Ich könnte das hier dran. Nein.
Warum? Eine Frage habe ich mal noch kurz zu dieser Plattform. Perspective Daily oder Daily Perspective? Ich habe es immer noch nicht. Perspective Daily. Perspective Daily. Was gibt mir denn die Sicherheit, wenn ich da 42 Euro im Jahr zahle, dass es wirklich Wissenschaftler sind, die nicht zufällig irgendwo bei anderen Plattformen rausgeschmissen worden sind und sich jetzt alle da sammeln oder irgendwelche Journalisten, die verbittert sind, sondern wirklich, dass man da renommierte, gute Leute am Start hat? Also ehrlich gesagt, Journalisten, die verbittert sind, weil sie in der normalen Form des Journalismus nicht richtig glücklich sind, werden jetzt uns wahrscheinlich auch nicht immer total unwillkommen. Aber die Sicherheit hast du natürlich genau wie bei allem anderen, nur dadurch, dass du versuchst, dich da möglichst umfänglich drüber zu informieren. Mhm. Und dass du mir auch ein bisschen vertraust, Oliver. Ich vertraue dir sofort. Am Ende des Tages. Aber das hat auch bei Krautreporter ist auch so eine community-finanzierte Geschichte nicht so richtig funktioniert. Aber das ist auch eine andere, also das ist tatsächlich, da gleicht sich das Finanzierungsmodell, aber die Arbeitsweise ist eine ganz andere, weil es viel mehr um Teamworks geht zwischen, es gibt auch gar keine Ressorts, es gibt irgendwie fächerübergreifende, wissenschaftlich gestützte Sachen und du hast nicht die normale Sache, dass ein Journalist sich bei einem Experten informieren muss und ein Experte ist ja schon automatisch der am lautesten schreit, an den Journalist rankommt. Also einen richtigen Experten findest du nur, wenn du einen Experten fragst. Wissen das jetzt irritierend? Ich weiß, Entschuldigung, aber nein, das stimmt doch nicht. Nee, das stimmt. Wir kommen nicht hinterher, der Paul. Das stimmt einfach nicht. Nein, weil natürlich jeder gute Wissenschaftler, der was verändern will, der in Syrien etwas verändern will zum Beispiel, oder ich meine, das sind ja eher Professoren, die jetzt ISIS zum Beispiel analysieren, die wollen doch auch durch Medien wirksam etwas verändern. Und wenn sie nur in ihrem... Nicht alle. Aber wenn die nur irgendwie geheim arbeiten... Aber es gibt es und gibt es nicht. Also ich weiß ja selber, das ist ja nicht nur in solchen Sachen so. Es gibt genauso die Schauspieler, die meistbesuchtesten und größten Facebook-Seiten haben, müssen nicht immer diejenigen sein, die besten Schauspieler sind. Das ist ja überall so. Es gibt es. Wieso? Jan Like ist ein super Schauspieler. Wir sind einfache Typen. Ich glaube, das Ding muss man vielleicht nochmal auf so eine, also so PR-mäßig, muss unterschrauben auf was, auf so ein Volksniveau. Das ist eigentlich ehrlich gesagt das, was daran, glaube ich, ziemlich cool ist, dass es da schon ist, wenn man da reinguckt. Das ist nicht eine Raketenwissenschaft, das ist einfach eine Seite, Was guckst du auf dein Handy? Hat Kai angerufen? Ja, klar, der ist live dabei. Willst du auch bitte Periscopen? Ja, komm, ich. Nein. Nein. Lass die Scheiße, komm, Paul. Wirklich, das ist immer so ein Party-Downer, Paul. Aber das ist so ein Downer, wenn du Ich habe keinen Vorschlag, ich habe eine Frage gestellt. Willst du Periscope? Immer wenn wir mit Paul Kindergeburtstag feiern, muss der Periscope. In Paul laden wir nicht mehr ein, der Periscope immer. Paul. Der Periscope nachts ins Bett. Magst du Periscope nicht? Keine Ahnung, war nur ein Witz von mir. Achso. Doch, voll. Ich wollte gerade das Thema wechseln. Ja, genau, wechsel doch mal das Thema. Ich wollte mich bedanken bei euch, weil seitdem ich runtergeflogen bin, sind meine Nackenschmerzen weg. Ich war ausgerenkt. Ja, ist wirklich wahr. Super. Kann jetzt mal rechts, das, links gucken. Nicht das wie ich, nicht, ich weiß gar nicht, beinhaltet der Vertrag? Ja. Sind wir haftpflichtversichert eigentlich? Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie man so elegant runterfällt wie ihr. Also ich bin nicht elegant gefühlt. Mein Stuhl ist noch der alte. Doch, das sah gut aus. Ja, das machen wir gleich nochmal. Aber wir beide haben irgendwie einen Stuhl. Aber ich sag das mal ganz ernst. Und man sieht es daran, dass auch Ann-Marlene runtergefallen ist. Das war nicht gefegt. Das war nicht gefaked. Ich habe immer noch überlegt, ob ich finde, je mehr du sagst, desto gefakter wird es, ehrlich gesagt. Ich habe mal eine ganz andere Frage kurz. Nora Tschirner als Schauspielerin, kann man da besser einen Orgasmus vortäuschen? Nur einen trockenen. Ja. Also nur einen trockenen. Ganz ehrlich, kann man das besser? Und ja. Sie traut sich in Gefühle reinzufallen. Musstest du mal vor der Kamera einen Orgasmus vortäuschen? Ja, aber da war das so zum Glück sowas, wo das so überspitzt war, dass der Regisseur irgendwann zu mir sagte, dass er möchte, dass ich Geräusche mache wie so ein Wal. Welcher Film war das in Moby Dick oder was? Das war tatsächlich, nein. Sag mal, stimmt das? Ich erinnere mich, du hast doch schon mal nackt mit Sushi bedeckt, dich von Christian Ulm aufessen. Moment mal kurz, Christian Ulm war nackt mit Sushi bedeckt. Dass du uns so verwechselst, kränkt mich, ehrlich gesagt. Nein, aber ich weiß nicht, habe ich dich nicht irgendwo mal nackt gesehen? Sollen wir kurz rausgehen? Nee, warte mal. Jan, ich war in jedem zweiten Film, ich war schon im Schultheater nackt. Jan, ich war so oft nackt, ich weiß gar nicht, ich wo es ist. Gar nicht, ich wann ziehen. Kommt eigentlich kein Ohrhase 4? Ja, frei. Und spielen da Flüchtlinge mit. Ich meine, wir haben jetzt 1 Million neue... Wir haben 1 Million neue potenzielle Stars im Land. Ich sag nur, Steve Jobs war auch aus Syrien. Der war auch aus Syrien. Was wir jetzt für neue Stars im Land haben, theoretisch. Steve Jobs aus Syrien? Und die sind erstmal relativ günstig am Anfang. Was hat er denn in... Na gut. Es ist so. Die Filmförderung, das zahlen wir alle. Genau wie die Kindergärten. Mhm. Wobei bei ich der wollte Film... jetzt nochmal darauf drauf. Nee, stopp, wieso? Lassen Sie es einfach mal so stehen. Let's agree aber to disagree. Aber ich muss doch die Filmförderung auch bezahlen, obwohl ich gar nicht Schauspielerin bin. Aber Sie wollen Filme gucken, zum Beispiel Kein Ohrhasen 4 mit Nora Tschirner. Aber das auf jeden Fall. Aber das wird ja nicht Film gefördert. Oder den Flüchtlingsfilm von Till Schweiger. Wann kommt Kein Ohrhasen 4? Was sagt Till? Wann ist er wieder da? Und noch eine Frage. Sibylle Berg hat im Vorspann gesagt, wir verlieren dich vielleicht bald in den internationalen Markt, weil du hier schon alles gerissen hast. Stimmt das eigentlich? Nein, dass du an den internationalen Waffelhandel. Okay. Da hat sie mich falsch verstanden. So. Wenn jetzt ein großer hier, so ein Big Player irgendwie dich fragt, komm rüber hier, wir machen hier... Ralf Möller zum Beispiel. Ja, wenn jetzt ein Big Player fragt... Das möchte ich mal erleben, wie ihr so gehässig lacht, wenn der Ralf Möller jetzt hier sitzen würde. Ja, stimmt. Ja.
Ich glaube, ich würde schon lachen. Ich glaub, ich weiß ich nicht lachen. Genau. Aber ich glaube, Ralf Möller würde auch schon lachen. Das ist das Geile. Ich glaube, Ralf Möller ist das Coole wirklich, dass er, glaube ich, ganz selber lachen würde am lautesten. Ja. Das wäre cool. Ja. Nee, wenn du meinst, wenn ein Big Player käme und sagt, ganz kurz, cool, du lachst so, als hättet ihr so ein Dropbox-Ordner in der Bildzeitung mit Fotos von Ralf. Immer wenn Ralf Möller, der Name Ralf Möller in der Bildzeitung wählt. Haha, Ralf Möller, zeig nochmal das Bild. So. Das ist nur bei dir so. Oh. Ja. Paul, wie stehst denn du eigentlich dazu hier so mit, wenn jemand sagt, ich möchte nicht, dass mein Privatleben in die Öffentlichkeit kommt und die Bildzeitung macht trotzdem. Ich weiß, du bist Krisenreporter und so, aber wie siehst du beim Boulevard bei dir aus? Ist ja auch, genau, ist ja auch das Privatleben der Flüchtlinge, dass du da irgendwie ungefragt abfilmst. Aber wie ist das? Das stimmt, ich frag die immer vorher. Ja, und ich bin noch kein Deutsch. Die wissen noch gar nicht. Die sind glücklich, dass sie ein Handy sehen, ey. Nein, wie stehst du denn dazu? Ich meine, die Bildzeitung ist jetzt auf so einem schönen Kurs. Könnte man die einfach auch so. Lass doch mal Jenny Elvers in Ruhe zum Beispiel. Ja, aber die geht doch jetzt ins Dschungelcamp, die ist doch selbst schuld. Ja, stimmt. Aber Raimund Harmsdorf, um mal eine ernste Sache zu sagen: Raimund Harmsdorf hat sich damals umgebracht und depressiver Schauspieler gewesen. Das ist eine ernste Sache gewesen, die wirklich auch die Bildzeitung wirklich. Also, es ist eine alte Geschichte, über 20 Jahre her. Ich 10. Da warst du 10 Jahre alt. Aber es ist ja immer noch so, dass auch zum Beispiel Helge Schneider war für einen Tag in der Bildzeitung, weil irgendwas in seinem Privatleben war und er wollte das nicht. Es war ein Tag groß, es war ein Bild von Helge Schneider in der Bildzeitung. Ich habe gesagt, Helge Schneider wollte nie im Leben in der Bildzeitung auf der ersten Seite sein. Warum macht die Bildzeitung das? Es geht doch gar nicht um die bekannten Leute. Nein, es geht um alle. Ja, es ist ja nur ein Beispiel, ja, Nora. Ich kann nicht alle jetzt aufzählen, Mann. Ja, aber mit denen kann sich ja irgendwie keiner identifizieren. Aber es geht doch darum, dass ständig irgendwelche Schicksale mit den merkwürdigsten Methoden von irgendwelchen Praktikanten, die sich im Nachbarhaus einschleichen, irgendwelche Existenzen beschädigen. Genau, und wenn ich jetzt hier öffentlich sage, ich möchte niemals in der Bildzeitung stattfinden, kann ich dann sicher sein, dass die Bildzeitung mich in Ruhe lässt? Solange du jetzt nicht morgen sagst, du gehst ins Dschungelcamp oder so. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sich tatsächlich die Bild-Zeitung in den letzten Jahren sehr gewandelt hat. Ich kann nur für die Zeit sprechen, seitdem ich da bin. Hm. Und ich finde, dass die Bild-Zeitung. Darf ich denn jetzt Person. Mal wenig, ganz kurz aussprechen? Paul, ich mal ausreden. Ich darf jetzt nicht mal antworten. Ja, ich wollte auch, dass Paul antwortet. So, und ich glaube, dass sich die Bild-Zeitung da wirklich gewandelt hat. Und das stimmt nicht, dass irgendwelche Leute, was da Nora Tschirner erzählt hat, das stimmt einfach nicht, so habe ich es zumindest nie erlebt. Und ich glaube, dass diese Methoden, die möglicherweise, also ich glaube vor allem in den 70ern und 80er Jahren, die Methoden, die es da gegeben hat, dass das heute nicht mehr der Fall ist und dass die Bild-Zeitung da sich verändert hat. Aber es heißt ja, dass du seit deiner Kindheit eigentlich dir gewünscht hast, du warst erst mal im Emdener Blatt oder so? Ich war beim Heimatblatt. Beim Heimatblatt in Ostfriesland, ja. Aber war es immer das große Ziel, in die Bild-Zeitung, zur Bild-Zeitung zu kommen? Nee, überhaupt nicht. Also du bist reingerutscht, ne? Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Geh doch hier zu Daily Perspective. Ich weiß nicht, ob wir beide da so harmonieren würden, ehrlich gesagt. Ich bin ja auch den ganzen Tag nicht im Büro, ich bin in meinen Krisengebieten. Okay. Was bist du denn da? Aber dann haben wir ja Konkurrenz sozusagen, dann ist das ja schwierig. Nein, ich glaube tatsächlich, wir kämen da auch. Wir könnten immerhin diskutieren. Absolut. Oh, gut, agree to disagree. Richtig? Let's agree to disagree. Oh, warte. Was ist das eigentlich? Wir sollen am Ende über Sex sprechen. Ja, wollte ich nämlich auch gerade noch mal machen. Du hast einen Bestseller geschrieben, Making Love heißt er, oder? Make Love. Woher weißt du das alles? Weil ich unser Dossier gelesen habe, im Gegensatz zu dir, der heute völlig gestresst ist. Ich habe die Kinder zu Hause, ich kann nichts machen. Ja, wir haben wahnsinnig Stress wegen der verkackten Kirche in Köln, ehrlich. Ja, aber weißt du was? Ich auch mit so einem Hass hier hat nichts mit Ihnen zu tun, aber wirklich eine private Nummer, die mich hier... Ich habe mal eine Frage. Als Sexualtherapeutin ist es ja so, dass man auch mal Auftreibung betreibt. Na, was jetzt? Aufklärung. Ich bin betrunken. Aufklärung betreiben. Echt aufgeregt. Aber Kinderexorzismus. Braucht man eigentlich Aufklärung oder brauchen die Jugendlichen nicht mehr Abklärung? Weil alle sind so pornoverseucht, glaube ich. Ist es nicht besser? Olli hat Affären gehabt in den letzten Jahren. Ja, mit sehr jungen Frauen. Nein, Quatsch, aber man kriegt das ja so mit, weil man halt in der Jugendkultur noch stattfindet. Ist es denn eigentlich so? Sexuell. Für diesen Satz hat sich die Sendung gelohnt, weil man in der Jugendkultur noch stattfindet. Also, weil man, ich bin Musiker und habe junge Leute, die auf meine Konzerte kommen. Und ich schlafe mit allen. Ja. Das bist du deinen Fans schuldig. Das bin ich meinen Fans schuldig einfach. Dass die eine, wenn die Mucke schon nicht so und geil ist, muss überhaupt nicht, wer du bist. Irgendwas. Nee, aber wenn man das so hört und so, und wenn man so genau weiß, dass nun mal die Sexualität sich komplett verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, also bei mir mit 15, 16, 17, da war echt absolut Emptiness eingesagt. So. Wurde viel gestreichelt und geweint. Aber das Kopfkissen, also da war kein anderer im Spiel. Braucht man noch Aufklärung oder braucht man mehr Abklärung? Kann man das nicht sagen? Also was ist es denn, was die sehen, da worin sie so aufgeklärt sind? Dinge, die nicht so sind, wie das, was die meisten machen im Bett. Also die brauchen Aufklärung und die sind aufgeklärt von Eltern und Lehrern, die auch selber nicht so viel wissen.
Es gibt leider immer noch einfach die gleichen Vorurteile, die gleichen Klischees. So ist ein Mann, so ist eine Frau und alle müssen alles Mögliche können. Also es gibt und stimmt, jede Menge Unwissenheit. Olli, genau. Du musst gar nicht so viel können. Und ihre Aus... Hey, er muss gar nicht so viel können. Sagt Mutti. Nein, sagt das ist nämlich auch so, ich habe gehört, der Penis ist völlig sinnlos beim Geschlechtsverkehr. Ja, Oliver. Sagen Sie irgendwie in Ihrem Buch, nein, also das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage aus Ihrem Buch, dass der Penis, steht im Wege beim Orgasmus. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Aussage. Also ich zum Beispiel liebe Penisse. Ich sehe auch Männer, ich liebe Penisse. Aber viele Frauen in meiner Praxis, um das ganz konkret jetzt zu sagen, sind genervt vom Penis. Mögen einfach weder einen anschauen noch küssen oder anfassen. Der Penis hat nämlich weil es irgendwie ekelig ist alles da. Und wenn es dann um Frauen geht, junge Frauen, dann können wir auch mal eine tolle Statistik aufstellen und gucken, wie viele sich dort unten nicht mögen. Und dann soll man ja Sex, Liebe haben, aber schämt sich von hier nach unten. Aber weil man ja nicht so aussieht wie das, was man alles sieht. Schön. Also ehrlich gesagt ganz oft und tätowiert, damit alles die gleiche Farbe hat und aussieht wie 9 Jahre alt, also was die schon sehen mit 13 auf dem Handy im Schulhof. Ich habe vor vielen Jahren mit der Internetpornografie, also mit dem Anschauen der Internetpornografie aufgehört, weil das alles, die sehen alle aus wie Hartz-IV-Empfänger mit schlechten Tattoos. Meine Damen und Herren, Olli Schulz hat gerade eben gelogen. Er hat gelogen. Das ist nicht wahr. Das Protokoll. Das ist nicht wahr. Gerade eben in der Garderobe. In der Garderobe hast du mir doch gerade was gezeigt. In der Garderobe habe ich dir was erzählt, Jan. Das in meinem Kopf in ein Internetporno verwandelt wurde. Ja, genau. Nee, aber interpretieren, nenne ich das. Ich finde, was in Pornografie fehlt, sind Typen wie ich. Also so. Also generell, so Typen wie ich, die so halbgeil abstylen. Die so halbgeil da rumsitzen. Ja, so Typen, die so halbgeil erstmal lange quatschen. Und dann, wenn es losgeht, dann geht das ganz schnell alles. Und ich finde, das ist unrealistisch in der Pornografie, ganz oft dargestellt wird. Ja, aber Nora ist ja auch nicht echt mit Til Schweiger zusammen. Aber war mal, oder? Dann spiele ich denn jetzt in Pornos mit? Nein, aber das ist ja jetzt die fiktionalisierte Version. Das ist ja alles hier ein Rollenspiel, Mann. Ja, lass doch meinen Jungen mal in Ruhe träumen, dass der noch Pornodarsteller wird. Das ist aber würdest du das wirklich sehen wollen? Ich möchte lieber Paul Ronsheimer im Porno als im Krisengebiet sehen, zum Beispiel. Wirklich? Also ich bin für das Krisengebiet. Der Moment steht. Ja, genau. Wir haben jetzt, der Moment steht, wir haben das Ende der Sendung erreicht. Na Quatsch, jetzt geht's jetzt richtig los. Nein, wir haben das Ende, das ist das Ende der Sendung ist erreicht. Wir haben weder den Goldfisch zerschreddert, noch irgendwas. Wir wollten noch Kartensaugen spielen. Kann ich hier Schokolade? Wir hatten Schokolade essen. Oh, das Gott, funktioniert nicht. Oh, mein Gott. Das ist ein Trickmixer, meine Güte. Aber ich find's trotzdem gruselig. Ja. Ich find's auch sehr gruselig. Aber es war in der Probe, wir wollten eigentlich einen Hamster rein. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz den Hamster eben auf den Tisch holen? Können wir noch ein Spiel? Eigentlich, wie viel Stress der hat wegen des Geräusches. Ja, Fische haben keinen Stress. In dem Geräusch. Das ist ein kleiner Fisch, man regt nicht so auf. Doch. Der Meine Damen und Herren, ein Spiel noch ein Powerpost bitte an. ZDF. Sie damit angefangen hatten. Können wir nicht ein Spiel noch ein Kindergeburtstagsspiel spielen, wo man sich so mit dem Blatt saugen, Kartensaugen. So, Sie saugen die Karte an und geben sie mir die weiter und ich gebe sie an Nora weiter und an Paul Ronsheim. Und jetzt verbindet am Ende. Einmal ansaugen. Nicht so lange. So, komm, jetzt. Paul, ran da. Paul! Du musst ja aber auch mal ein bisschen mehr. Ey, Paul, du sollst dich nicht anfassen und die Karte saugen. Das war die Sendung für heute. Vielen Dank, Katrin Göring-Eckardt. Paul Ronsheimer. Vielen Dank, Murat Schirner. Vielen Dank an alle. Frau Henning. An Marlene Henning, vielen lieben Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es Ihnen gefallen hat. Wenn nicht, dann leider auch. Wir sind gebührenfinanziert. Wir kommen. Auch wenn wir uns nicht refinanzieren. Können Sie jetzt bei dem Hamster einen trockenen Orgasmus erzeugen? Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Olli, zweite Sendung. Habe ich Frau Göring-Eggert zu hart
Du warst schon ganz schön cholerisch zu ihr, ja. Ja, weil ich wollte das loswerden. Das war so aufgestaut. Ich tue wahrscheinlich Unrecht. Nee, ich finde das aber auch gut. Das wollen die Leute sehen, Jan. Nee, das wollen die Leute nicht sehen. Als ich angefangen habe zu erklären, worum es überhaupt geht, da sind die Hälfte der Leute ausgestiegen. Kritikpunkte der Sendung werden sein, ich habe zu viel geraucht. Nö. Schweinische Sachen erzählt. Negerkuss. Negerkuss ist ein absolutes No-Go. Das mit dem Fisch, der ist jetzt schon unter Stress. Der Hamster, da kriegen wir Ärger. Es gibt drei Sachen, wegen denen du Ärger bekommst. Kulturrassismus, Vorwurf, Negerkuss zu sagen. Ja. Weil, weißt du, der Deutsche verwechselt Darsteller und dargestellt ist. Und das klang vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass ich mir gewünscht habe, Paul Ronsheimer mal im Porno zu sehen. Nö, ich glaube, es war okay. Fand ich auch super hier. Das war auch, wie geil wird das ist mit dem von Nora und dem. Passt ganz gut zusammen. Das passt sehr gut zusammen. Weißt du, was Nora eigentlich in der Essenz gesagt hat? Lass uns doch mal die Differenzen begraben. Ja. Weil jetzt geht es gerade um andere Sachen. Sowieso, Nora sagt immer gute Sachen. Wir haben sie sehr spät erst ins Gespräch geholt, aber ich wusste auch warum. Weil wenn Nora redet, dann ist das immer sehr gut. Kann man sich darauf verlassen bei Nora Tschirner. Frau Henning kam ein bisschen zu kurz. Das tat mir auch ein bisschen leid. Ich hätte gerne von Frau Henning noch ein bisschen was gewusst. Trockener Orgasmus. Ich weiß immer noch nicht, wie er funktioniert. Irgendwas mit Beckenmuskeln. Wollen wir das heute Abend noch ausprobieren? Hast du Lust, mir einen trockenen Orgasmus zu bereiten? Ich würde dir gerne tief in die Augen gucken, wenn du einen trockenen Orgasmus hast. Ja, nächste Woche wieder. Tschüss. Vielen Dank. Ich stehe auf. Ich muss pipi. Wir sehen uns sowieso übermorgen wieder für die Radiosendung.